Ananda Tirtha aus seiner eigenen Weisung und Täuschung heraus hat er es so eingerichtet, dass er immer in Gautamas physische Gegenwart sein wird. Gautama warnte ihn, das ist nicht gut, das Leben auf diese Weise zu maßregeln. Du maßregelst mich, wie eine Frau ihren Ehemann maßregeln würde. Ananda Tirtha, da er der ältere Bruder von Gautama war, bevor er sein Leben als Mönch aufnahm, stellte er eine Bedingung an Gautama. Er sagte, im Moment bin ich dein älterer Bruder. Ich kann dir befehlen, zu tun, was immer ich will. Aber wenn ich erst einmal zu deinem Schüler werde, werde ich keine solche Macht haben. Lass mich also von diesem Recht Gebrauch machen. Und nun sage ich dir, nachdem ich dein Mönch und dein Schüler werde, solltest du mich niemals von deiner physischen Gegenwart wegschicken. Ich muss immer in deiner physischen Gegenwart sein. Niemals solltest du sagen, geh dorthin, tu dies, tu das. Immer musst du mich an deiner Seite haben. Gautama sagte, du versuchst mich wie eine Ehefrau zu maßregeln. Niemals solltest du jemanden lieben, niemals solltest du dies tun. Das ist nicht gut für dich. Das ist ganz und gar nicht im Interesse deines Wohlbefindens. Aber als ein älterer Bruder bittest du mich, und wenn du darauf bestehst, werde ich mich daran halten. Aber ich sage dir, das ist nicht gut für dich. Ananda sagte, das spielt keine Rolle. Aber ich muss in deiner physischen Gegenwart sein. Er strapazierte es dahingehend, dass es lächerliche Ausmaße annahm. Dieses in der physischen Gegenwart von Gautama sein wollen, hat er bis ins Lächerliche strapaziert. Es kam zu einem Punkt, an dem Gautama nach einer 8-jährigen Unterbrechung zurückkehrte, um seine Frau zu sehen, die zumindest seine Frau war. Yasodhara. Yasodhara ist eine sehr stolze Frau. Gautama war ihr Ehemann zu jener Zeit und Yasodhara mit einem kleinen Kind. Gautama verließ das Haus, ohne es ihr zu sagen, mitten in der Nacht, wie ein Dieb. Er tat das, weil er zugab, dass er nicht den Mut gehabt hätte, ihr gegenüberzutreten. Wenn er ihr in die Augen geschaut hätte, wäre seine Entschlossenheit zu gehen, um nach der Wahrheit zu suchen, vielleicht ins Wanken geraten. Wenn er sein Kind ansieht, wenn das Kind wach ist und ihn Vater ruft, könnte sein Verlangen zu wissen ins Wanken geraten. Deshalb verließ er sie in der Nacht. Jetzt kehrt er nach 8 Jahren zurück, ein vollständig erleuchtetes Wesen. Aber er ist sensibel genug, um die Gefühle von Yasodhara anzuerkennen, wie sie sich gefühlt hat und wie sie immer noch wütend darüber ist, was ihrem Leben widerfahren ist. Was Gautamas Leben widerfahren ist, ist fantastisch. Was Yasodhara widerfahren ist, ist keine gute Sache. Er weiß das. Er geht also dorthin, um zu sehen, was er ihr jetzt anbieten kann, um das auszugleichen, was sie in diesen 8 Jahren verloren hat. Es ist also eine heikle Situation. Daher sagte er zu Ananda, dieses eine Mal befreie mich von dem Versprechen, das ich dir gegeben habe. Das hier ist nicht für mich. Für mich ist sie nicht mehr meine Frau. Ich bin über jene Dinge hinausgewachsen. Aber für sie bin ich immer noch ihr Mann, der sie verlassen hat, ohne es ihr zu sagen. Ohne eine Warnung darüber auszusprechen. Das ist also ein sensibles Gefühl für sie. Sie ist eine stolze Frau. Es ist nicht gut für dich, dabei zu sein. Ananda sagte, du musst ein Versprechen halten. Gautama verneigte sich und sagte, okay. Und er nahm ihn auch dorthin mit in diese Situation. Als Yasodhara sah, dass er mit einem Mönchsgehilfen gekommen war, um ihr gegenüberzutreten, geriet sie einfach in Rage.
Gautama wusste das. Er sagte, dieses eine Mal befreie mich von diesem Versprechen, das ich gegeben habe. Das hier ist nichts Spirituelles, was du verpassen wirst. Hier geht es um eine Frau. Aber er sagte nein. Dann, gegen Ende von Gautamas Leben, brachte Gautamas Werk viele erleuchtete Wesen hervor. Aber Ananda war immer noch derselbe Mann. Ein Dienst, den er für uns getan hat, ist, dass er alles, die Ereignisse, die geschehen sind, nach seinem Verständnis aufgezeichnet hat. Aber er hat alles aufgezeichnet, sehr gewissenhaft. Und so fragten die Leute, warum ist er immer noch so? So viele Menschen kamen einfach und trafen dich einen Moment lang und sie wurden erleuchtet. Sie haben sich in vielerlei Hinsicht transformiert. Aber er sitzt immer neben dir. Und warum ist er so? Gautama sagte nur, ein Löffel kann die Suppe nicht schmecken. Was man also als den Guru bezeichnet, ist nur eine bestimmte Energie, eine bestimmte Möglichkeit. Es ist nicht eine Person. Die physische Anwesenheit, ist sie also wichtig? Sie ist sehr wichtig. Aber das Physische muss nicht der physische Körper sein. Die Gnade ist keine luftige Sache. Wir können sie sehr physisch machen. Sie ist so physisch wie die Brise, die du spürst. Sie ist so physisch wie das Sonnenlicht. Am Anfang, wenn ein Mensch gerade anfängt, empfänglich zu werden, wird in der physischen Anwesenheit des Guru zu sein sehr wichtig, weil deine Art der Wahrnehmung nur aus Sehen und Hören und den fünf Sinnen besteht. Aus diesem Grund möchtest du ihn im Auge behalten, du möchtest ihn in den Ohren behalten. So weißt du, dass er da ist. Ja, am Anfang ist es eine Notwendigkeit, aber du musst nicht die ganze Zeit dort bleiben. Er wird auf verschiedene Arten physisch sehr präsent sein. Es ist das Licht, das zählt. Du brauchst die Glühbirne nicht zu umarmen. Du gehst nicht und umarmst die Sonne, oder? Du genießt das Sonnenlicht, es nährt dein Leben. Du schaust nicht einmal hoch zu ihm. Trotzdem genießt du das Sonnenlicht. Genau so ist es. Right now. Im Moment ist es so, eine bestimmte Person ist zu einem Repräsentanten dieser Energie und dieses Raumes geworden. Die Natur des Guru ist nicht auf Zeit und Raum beschränkt. Es ist also nicht so, dass du, weil du neben der Glühbirne sitzt, das maximale Licht erhältst. Du könntest 1000 Kilometer entfernt sein und du könntest mehr Gnade empfangen als die Person, die gerade neben dieser Person sitzt. Der Guru ist an, die ganze Zeit, Vortrag oder kein Vortrag. Aber du schenkst ihm nur dann Aufmerksamkeit, wenn dieser schräge Mann spricht. Wenn du lernst, ihm die ganze Zeit über Aufmerksamkeit zu schenken, wirst du sehen, dass er sehr physisch mit dir ist. Sehr physisch. So physisch wie das Sonnenlicht, so physisch wie die Brise, die du spürst. Ich denke, so viel Physikalität ist genug. Mehr als das, es wäre eine Falle.